Ihr könnt eh nicht springen, oder? Oh, sehr gut. Pixel, Pixel. Hoppa. Oh nein. Also manchmal habe ich das Gefühl, Starbuck kommt nicht wirklich mit hinterher. Selbst wie, weil ich habe ja privat selbst hier das nachgeholt. Ah, kommt schon. Oh, Gott sei Dank. Und er kam das selber nicht hinterher. Flop. Bandagen. Was? Happy Wag Eggs. Oh, bitte lass das irgendwas Gutes sein. 1,10,140. Na, oh, das ist ja meine. Um ein Pünktchen zwar langsamer. Aber macht mir Schaden. Ich brauche eine Waffe, die halt richtig schnell ist. Und extrem viel Schaden macht. Okay, kann ich wegwerfen, haben wir schon. Und den Codex, den kennen wir ja schon. Mann, dass man da nicht schnell speichern kann, finde ich schade. Jungs, kümmert euch drum. Nein, natürlich nicht. Das müsst ihr unbedingt fixen. Dass sich die NPCs mal wieder richtig bewegen. Ups. Volltreffer. Oh! Bitte was? Geh nach links. Perfekt. Sag mal, ich hasse es, wenn die sich so schnell bewegen. Was ich schon wieder an Schaden fress, ist ja echt unglaublich. Huch. Nose. Ach so. Mal gucken. Bom, 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 bonks. Okay. Nur Geschwindigkeitsboost. Verbesserte Heilfähigkeit, aber kein Dingens Plus. Sehr schön. Throwing Block. Haufen Pixel. Oh, ich glaube, ich bin schon langsam in der Nähe vom Boss. Ja. Block. Jo. Bitte. Gott, ich brauche irgendwas, was richtig heilt, aber... Oder was ist, was richtig heilt? Wo ich Lebensenergie plus bekomme. Oh, das war knapp. Nix. Und ein Pixel. Toll, ich habe jetzt 5118 Pixel. Oh, nicht so nah ran.
Perfekt. Gut, das ist Kiste Nummer 3. Die zweite Kiste weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo die ist. Ob ich vielleicht einen Kuchen essen soll? Aber dann werde ich es wahrscheinlich bereuen. Corn Pickers? Nee. Beaksy Tart. Das war's. Wo mir einen ordentlichen Boost gebracht hat. Ich kann nichts trinken. Hey, das ist echt grauenhaft. Oh. Macht ja Schaden, hey. Da geht's ja nicht weiter. Wie ich nach da hinten komme, weiß ich nicht mehr, in Klammern. Und da sind wir wieder beim Boss. Hoppala. Komm schon, geh weg. Hallo, Hungerspalten, geh weg. Das will aber auch echt nicht weggehen, ne? Los geht's. Oh, die haben das ge... Nee, also man muss den jetzt komplett aufladen. Schande. Puh. Das läuft gut. Aber für wie lange? Wow, 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 wow. Nein! Schnell aufladen. Oh, jetzt geht der Spaß los. Jetzt war das so. Oh. War es hier, wo ich sicher bin? Oh, das war hier. Ja, geschafft! Boah! Ich hab's geschafft. Oh. Was? There's a chest up ahead, you should take the things inside it. Nee, er hat doch irgendwas doch... Are you invited? Did my scientist friend tell you come here? Did anyone else in the mine survive this attack? You have the respect of this facility. I'll never forget you and your help. Okay. Cool, ich kann die Maschine weiter aufladen. Den hat's, da hat nämlich irgendwas gerade habe ich irgendwie ganz grob gesehen. Das sehe ich dann beim Rendern. Dass er in einen Mutanten verwandelt wurde und so weiter. Ja, das war Glücksfall. Hey. Was haben wir hier? Ein Händ... Oh, kann weg. Aber wir haben... Arceus Horror. Musings on the Arceus Horror. Und das lesen wir auch gleich, aber zuerst... I finally got the crystals I need to fix my ship's FTL drive. I should talk to Sail. Wir haben 20 von diesen Arceus-Kristallen erhalten. Wir können jetzt jederzeit auf unser Schiff gehen oder... auf unser Schiff gehen oder... Wir können noch ein bisschen auf Erkundung gehen, aber wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. So, dann mal schauen. A child's rhyme. Erstmal. There once was an ape called Big Ape, whose brain was the size of a grape.
He swung through the trees and got riddled with fleas. And glory to Big Ape, our glorious leader. Hail the Minignog, do not resist. Okay. Erchus Horror, dann wollen wir mal. We are calling it the Erchus Horror, in spite of a true name for it. When the facility was locked down, we were trapped down here with it. And believe me, horror is a perfect description for this creature. We found it in a deep vein of Erchus crystals, and upon uncovering the thing, it awoke. At first we thought it was a giant crystal, but a desperate attack with a mining laser cannon uncovered a single unblinked eye within. It fired streams of searing plasma at us, destroying most of our equipment. Attacking up close was impossible. Those who got too close were drawn inside it, transformed into mutant servants for the monster. We fled and the mutants followed. The laser cannon was left intact, however. Perhaps a braver soul than I could go back and use it to destroy the creature. They would have to be agile enough to dodge its beams and strong enough to defeat its corrupt lackeys. A disturbing thought occurs. This thing could be a parasite. But who is to say creatures like this aren't instead the source of their crystals? We may never know for sure, but I hope for everyone's sake that this plague doesn't leave this doomed moon. Okay, also ein Erechius-Kristall. So, dann, wir können jederzeit das wiederholen. We repaired the ship's thrust. Did you investigate the gate yet? Need to fix. Ja, ja, ja. Dann wollen wir mal. Free as a bird, abgeschossen. It's working. I can finally visit other star systems. To fuel an faster-than-life drive, you need liquid Erchus. This pink liquid can be found in pools underground on moon planets. I should pick up at least 20 units of liquid Erchus to fuel my ship. It should enable me to travel to a nearby system. And enable paint tool. The paint tool allows you to color many blocks different colors. I can enable it for you. I have switched on your paint tool. The paint tool enables you to color many different blocks. So, wie das funktioniert? Einfach auswählen. Mit Rechtsklick können wir dann die Farbe auswählen, mit Linksklick. Können wir dann Farbe reinbringen. Was richtig, richtig, richtig geil ist. Okay, und das ist... Ja. Und das ist die Farbe rauslöschen. So, dann färbe ich erstmal mein Schiff um. In einem schönen Lila. So. Oh! Ja, das wollte ich hier weniger.